In diesem Video berichtet Dr. Bieger über eine Patientin mit einer vermuteten HHV-6-Infektion, also mit dem Humanherpesvirus Typ 6. Guten Tag, heute möchte ich Ihnen einen sehr speziellen Fall vorstellen. Und zwar handelt es sich um eine, wie ich später ausführen werde, besondere Infektion mit Herpesvirus 6. Wie schon anderweitig immer wieder ausgeführt, Herpesvirus 6 gehört neben EBV und Zytomegalie zu den Viren der Herpesgruppe, die im Immunsystem persistieren. Und wie Sie wissen, alle Viren der Herpesgruppe persistieren lebenslang im Körper, induzieren also normalerweise auch eine entsprechende Immunität, zum Beispiel eine starke Antikörperantwort, die man lebenslang nachweisen kann. Und deswegen auch in der Regel nicht verwenden kann zur Feststellung, ob eine Aktivierung vorliegt oder nicht. Dieser Patient fiel schon in der Schulzeit auf, durch erhöhte Müdigkeit, ständige Abgeschlagenheit, hat sich aber trotzdem mit enormem Energieaufwand nicht nur durch die Schule gekämpft, sondern auch durch das Studium. Trotz seiner eingeschränkten Belastbarkeit hat er mal ein Jahr zwischendrin unterbrechen müssen. Dennoch auch studiert, sehr gute Abschlüsse in BWL und noch in Philosophie. 2010 bis 2016 war er 40 Wochenstunden belastbar, musste sich aber dann in der übrigen Zeit erholen. Im Grunde blieb ihm außer Arbeit 40 Stunden und Erholungszeit keine anderen Aktivitäten übrig. Diese Belastbarkeit ging ständig weiter runter, 10 bis 25 Stunden und bis 18 Rückgang auf 5 bis 15 Wochenstunden. Dann hat er 2017 zwischenzeitlich mit S-Adrenosyl-Methionin eine deutliche Verbesserung seines Befindens gehabt, hat sich aber nicht auf Dauer eingestellt. Ende 2017 dann erstmals die Diagnose Herpesvirus 6 Infektion und zwar, wie sich dann gezeigt hat, eine sogenannte CI-HHV6, CI für chromosomal integriertes HHV6. Das ist eine Besonderheit, die wir in der Herpesgruppe nur beim Herpesvirus 6 finden, dass dessen Genom in das menschliche zelluläre Genom eingebaut werden kann. Also nicht nur wie üblicherweise virales Genom in den Zellkern gelangt und dort mit vermehrt wird, sondern sogar eingebaut wird in das menschliche Genom und damit Bestandteil des menschlichen Genoms wird und auch vererbt werden kann. Ist selten, aber immerhin doch in 0,5% der Fälle einer Herpesvirus 6 Infektion kommt es zur chromosomalen Integration. Normalerweise sind diese Infektionen, diese chromosomal integrierten Viren, aber nicht aktiv. Bekannt ist es eigentlich nur, dass sie aktiv werden können und dann auch Schaden anrichten können bei immunsupprimierten Patienten, also zum Beispiel nach Organtransplantation oder bei Tumorpatienten wird ja viel immunsuppressiv gearbeitet. Und da kommt es immer wieder auch bei chromosomal integrierten Herpesviren, Herpes-6-Viren zu einer Aktivierung. Ganz selten, es gibt im Grunde nur zwei Beschreibungen in der Weltliteratur, kommt es zu einer Aktivierung von Herpesvirus 6 chromosomal integriert bei ansonsten Gesunden. Und das war in diesem Falle tatsächlich der Fall, wie ich ihn noch im Einzelnen zeigen werde. 2018 begann, nachdem die Aktivität dieser Infektion festgestellt wurde, eine Behandlung mit Valganciclovir und natürlich Samer weiter und anderen Faktoren, nicht nur mit Valzhütte. Aber für Herpesvirus 6 kommt nicht weil er das billige Valacyclovir in Frage, sondern nur Valganciclovir, also Valzhütte, das damals 2018 noch sehr teuer war. Sehr teuer. Seit anderthalb Jahren ist es ja nun aus der Patentbindung raus und ist etwas billiger geworden, aber immer noch 1.600 € für die Packung ist alles andere als billig. Immer noch 15 Bar so teuer wie zum Beispiel Valacyclovir. 2018 unter der Therapie dann allmähliche deutliche Besserung, sodass er schließlich sogar einmal bis zu 18 Kilometer Laufstrecke am Tag hat. Hat sogar 3 Wochen den Jakobsweg bewältigt. Allerdings ließ seine Leistung dann immer mehr nach und als er das Ziel erreicht hatte, ging es ihm eigentlich dann wieder ziemlich schlecht. Nicht so schlecht wie in der Zeit vor der Behandlung, aber doch
mal erheblich schlechter. Diese Verschlechterung hat sich dann fortgesetzt. 2020 ging die Belastbarkeit bis auf 3 bis 5 Stunden pro Woche zurück. Ob physische oder kognitive Belastung war gleich. Also man kann sagen, er hatte also sein Leben gerade noch nur unter Mithilfe anderer Freunde oder Familienangehöriger bewältigen können. Der Tiefpunkt war im Oktober 2020 erreicht mit nur noch 0,5 bis 1 Wochenstunde Belastbarkeit. Starke Einschlafprobleme, postexzessive Malaise, wobei das natürlich in dem Fall dann schon nicht mehr das Thema war am Ende, weil er sich so nicht mehr, überhaupt nicht mehr belasten konnte. Kognitive Einschränkungen, mangelnde Konzentrationsfähigkeit, ständige Brain Fog, Merkfähigkeitsstörung, Wortfindungsstörung, zunehmende Orthostaseprobleme, die haben also die letzte Phase der Verschlechterung stark geprägt, Orthostaseprobleme, Alkoholunverträglichkeit, extreme Hypersensitivität auch gegenüber allen möglichen Einflussfaktoren wie Licht und Lärm und nebenher eine chronische Sinusitis, aber die natürlich nicht bestimmt war und in der Lage war, sein sehr schlechtes Befinden zu erklären. Was haben wir bei ihm so gefunden? Normale Leukozytenzahl, Lymphozyten sehr unauffällig, also Blutbild eigentlich unauffällig. Die B-Zellen, es ist leider dieses Bild hier drüber gerutscht, aber normale B-Zellzahl, auch die Ausdifferenzierung der B-Zellen, wie man hier sieht, die CD19, CD20, Positivität 97%, also praktisch 100% der B-Zellen voll ausdifferenziert, keine unreifen B-Zellen, keine atypischen B-Zellen, B-Zellpopulation, also zumindest phänotypisch in Ordnung, NK-Zellen auch normal vorhanden, etwas verstärkt aktivierte NK-Zellen und wenn man die NK-Zellfunktion getestet hat, dann war die basale Reaktivität, in dem Fall werden natürliche Killerzellen mit Tumorzellen zusammen inkubiert und es wird die Abtötungsrate der Tumorzellen gemessen. Basal, also eine niedrig normale, aber ausreichende Zytotoxizität. Interleukin-2-Stimulation hat nichts gebracht, aber wenn man sich CD69-Expression anguckt, aktivierte T-Zellen stimulieren, bringen CD69 auf die Zelloberfläche und wir sehen hier, dass die Reaktion sehr gut war. Also Interleukin 2 hat gut stimuliert, von 5% auf 73% Expressionsrate, also eigentlich ein sehr hoher Wert, während die Zytotoxizität der NK-Zellen nicht zugenommen hat. Also eine Einschränkung der NK-Zellfunktion auf jeden Fall. In den weiteren Tests, Monozyten etwas erhöht, NK-Zellen niedrig, Helferzellen auch etwas niedrig, die Ratio CD4, CD8 zeigt das, was man häufig bei einer Virusinfektion findet, mehr oder weniger angedeutet findet, dass eben die CD8-Zellen der Anteil erhöht ist und dadurch die CD4, CD8-Ratio unter 1 sinkt. Normalerweise liegt sie zwischen 1 und 2, also eher Richtung 2. Also dass mehr Helferzellen da sind. Helferzellen sind ja die Zellen, die in dem ganzen zellulären Immunitätsspektrum die zentrale Funktion haben, das Aktivierungssignal aufzunehmen und zu verteilen und die anderen Zellpopulationen zu aktivieren. Sie sind also im Grunde, wenn man so will, das Hirn der zellulären Immunreaktion. Während die CD8-Zellen, diese T-Zell-Unterpopulation, diejenigen sind, die zum Beispiel gegenüber Viren eine regelrechte Effektorfunktion haben, die also eine virusabtötende Funktion, ähnlich wie die NK-Zellen haben. Man kann weitere Differenzierung betreiben. Es gibt bestimmte Marker für die akute Aktivierung, waren bei ihm alle negativ. Chronische Marker, hier war eindeutig die PD1-Expression erhöht. Das ist ein Molekül, das die chronisch antigenexponierte T-Zelle auf die Oberfläche bringt und das dazu führt, was jetzt paradox klingt, aber natürlich im Rahmen einer physiologischen Immunantwort sinnvoll ist, dass sich die Immunantwort limitiert und dazu ist die Expression der PD1-Moleküle da, eben zur Selbstlimitierung der T-Zellaktivität, was bei einer chronischen Exposition natürlich, wie es in diesem Fall über Jahre gegeben war, fatal ist.
Dann haben wir die T-Zell-Funktion gegenüber Viren, Bakterien und Pilzen geprüft anhand der IL-2-Induktion. Also ich habe ja hier gesagt, Interleukin 2 ist, wenn man so will, die Zentrale der zellulären Immunantwort. Basal, ohne Zufuhr von einem Stimulans, null. Das ist natürlich erwünscht. Mit Viren sehr wenig, mit Bakterien noch weniger, mit Pilzen noch weniger Stimulierbarkeit. Das sehen Sie auch hier im Vergleich zu den angestrebten Werten im Normalfall. Also eine fast fehlende, völlig fehlende T-Zell-Reaktivität gegenüber Viren, Bakterien und Pilzen. Wobei man sich fragen muss, ist das jetzt hier in diesem Fall ein Primärbefund, bestand also lebenslang eine T-Zell-Unterfunktion und auf dieser Basis dann eine Aktivierung des chromosomal integrierten Herpesvirus 6 oder ist es eine erworbene T-Zell-Anergie, die man auch als T-Zell-Erschöpfung bezeichnet, also ein physiologischer Prozess im weiteren Verlauf einer chronischen Antigenexposition. Wir haben das noch anderweitig, das heißt, dieser erste Test, den ich gezeigt habe, der war 2017. Und dann haben wir das 2020 in ähnlicher, also nach der mehrjährigen Behandlung, aber wieder in einem sehr schlechten Zustand des Patienten untersucht. Wir sehen basal keine T-Zell-Aktivität. Wir sehen mit PBM eigentlich eine gute Stimulierbarkeit, also mit dem Hochwied-Mitogen, dafür steht PBM, dass die Zellen relativ unspezifisch stimuliert, eine gute Reaktivität mit Influenza. Das benötigt eine T-Zell-Rezeptor vermittelte Reaktivität. Also nur wenn die T-Zelle Influenza-sensitiv ist, reagiert sie. Und hier haben wir gesehen, dass mit Interleukin 2 ein recht gutes Ansprechen war, aber mit Gamma-Interferon eine schwache Reaktion, aber besser als damals. Und mit Interleukin 10 eine deutlich zu starke Stimulierbarkeit. Wir haben also einen Shift von TH1 Richtung TH2 Aktivität, die jetzt mehr, grob gesprochen, in Richtung Toleranz geht, während die Effektorfunktion der T-Zellen, die antivirale Effektorfunktion, eingeschränkt ist, ist die Toleranzaktivität verstärkt und insgesamt eine abgeschwächte Reaktion. Aber besser als es 2017 der Fall war, obwohl sich das Befinden nicht entsprechend positiv entwickelt hat. Dauerhaft war Ferritin erhöht, kein Hinweis auf Hämochromatose ist untersucht worden. Ferritin war also nicht hämochromatosebedingt erhöht, sondern in dem Fall als Akutphase, akut natürlich in Anführungsstrichen bei dem Patienten, als Akutphase-Protein, das im Rahmen der Infektion erhöht ausgeschüttet wurde. Sonst haben wir Vitamin D, das hat er aus eigenen Stücken sehr hoch substituiert und dadurch ist Parathormon optimal weit abgefallen. Das wird ja in vielen Fällen heutzutage gemacht, eine Hochdosis-Vitamin D-Behandlung, wobei natürlich zu berücksichtigen ist, dass Vitamin D eigentlich, was das Immunsystem akut zwar eine stimulierende Wirkung hat und insofern die Infektionsresistenz verbessert, chronisch aber seine T-Zell-supprimierende Wirkung dominiert, also insofern hier hohes Vitamin D ist geradezu kontraproduktiv. Das wird oft verwechselt, weil man sagt, auch Vitamin D ist ja für alles gut, hohes, je höher, desto besser. Nein, Vitamin D immunologisch hat es eine sehr differenzierte Wirkung, akut stimulierend, Hochdosis eben überwiegend der immunsuppressive Effekt. Homocystein war erhöht, weil bestimmte B-Vitamine zu wenig vorhanden waren. S-Adenosylmethionin war erhöht, weil es natürlich supplementiert hat. Will ich auch nicht weiter darauf eingehen. Das zeigt natürlich die Grenzen der ATP-Bestimmung hier. Völlig normal, obwohl der Patient in einem extrem miserablen Zustand war und seine Erschöpfungssymptomatik also nahezu 100% erreichte. Nitrotyrosin im Plasma als Ox-Stressmarker auch völlig unauffällig. Pyruvat, Laktat, weitgehend unauffällig, relativ Laktat gegenüber Pyruvat erhöht, aber kann man nicht näher bewerten. Diese Faktoren normal, Histamin, freies Histamin stark erhöht, Diaminoxidase-Aktivität sehr niedrig, also auf jeden Fall eine Histaminbelastung, wie sich es am freien Histamin im Blut zeigte, eine Histaminbelastung durch
Nahrungs- oder auch mikrobielles Histamin, das im Darm entsteht und dann im Überschuss, wenn es nicht durch die Aminooxidase abgebaut wird, ja ins Blut gelangen kann. DHEA hier bei ihm optimal hoch, also alles andere als Fatigue bestimmt erniedrigt, wie wir es eigentlich in sehr vielen Fällen sehen. Auch Pregnenolon auf einem guten Niveau, während es normalerweise bei CFS-Fällen mehr oder weniger stark absinkt. Chromogranin A völlig normal, der Hormonstatus optimal und auch 2020, das war 2018, 2020 ebenfalls DHEA weiterhin hoch. Und auch die Pregnenolon hier jetzt als Sulfat gemessen, was ja eigentlich die adäquate Messung ist, denn nur die Messung des Pregnenolonsulfats gibt uns das, ein valides Urteil über die Gesamtmenge an Pregnenolon, die im Körper vorhanden ist, während das freie Pregnenolon hier durchaus auch mal eine falsche Information geben kann. Also DHEA-S und Preg-S, wenn man so will, beide hoch bei ihm, völlig untypisch für den Fall und im Verhältnis zu der klinischen Situation völlig ungewohnt. Alle Hormone normal, Schilddrüse völlig normal, im Neurotransmitterprofil, im Urin, aber die Katecholamine niedrig, Adrenalin niedrig, Noradrenalin niedrig und vor allen Dingen Dopamin, was ja seltener der Fall ist, Dopamin deutlich erniedrigt, Serotonin erniedrigt. Das ist das, was wir eigentlich bei so einem chronischen Fall vermuten, vor allen Dingen das niedrige Dopamin. Denn Dopamin ist ja bevorzugt mit Fatigue in Verbindung zu bringen. Serotonin eher mit der Stimmungslage, aber Dopamin am stärksten von den Neurotransmittern mit Fatigue, also mit der Erschöpfungssymptomatik zu verbinden. Die anderen GABA, Glutamat und Glycin völlig normal. Die eine sehr eingehende, sehr umfangreiche Bestimmung der Zytokine, also der Immunaktivität, zeigt hier auch vergleichsweise sehr wenig an Aktivität, MRP 814 erhöht, Interleukin 8 ein bisschen erhöht, die Werte gehen sehr hoch bei Interleukin 8, dieser Wert ist also eher niedrig, also eher schwache Aktivierung, IP-10 sogar niedrig, das heißt Gamma-Interferon, das durch IP-10 stimuliert wird, nicht messbar niedrig, also Gamma-Interferon, der Marker für die T-Effektorzellen, für die TH1-Aktivität, total im Keller, was auch den anderen Beobachtungen, die wir ja gemacht haben, ja entspricht. MCP1 ist ein Marker, der vor allem bei Neuroinflammation stärker gefunden wird, stärker erhöht gefunden wird. Er ist nicht sehr spezifisch dafür, aber tendenziell unter allen Markern eigentlich derjenige, der am ehesten Richtung Neuroinflammation bestimmt ist. MIF, zwar ein hoher Wert, aber gemessen an der Dynamik von MIF, also auch nur eine Schacherhöhung. Insgesamt nur sehr diskrete Zeichen für Erhöhung, vor allem wenn wir jetzt noch die T-Zell-Aktivität, chronische Aktivität betrachten, über den löslichen Interleukin-2-Rezeptor sehen wir, dass der unauffällig war. Während wir hier eigentlich am ehesten ein Signal erwarten, entspricht aber der Beobachtung, dass die T-Zell-Funktion bei ihm in dem Zustand durch chronische Antigenexposition etablierten Energie war. Damals, 2017, war ein ähnliches Bild, MRP 814 erhöht, Interleukin 8 erhöht, MCP1 auf gleichem Niveau erhöht und MIF erhöht. Also genau im Grunde das gleiche Bild, wie wir es jetzt 2020 gesehen haben, praktisch keine Veränderung. Und das war dann nochmal im Dezember, wo es ihm ja wirklich sehr schlecht ging. Da war dann auch TNF-Alpha erhöht, was wir vorher nicht gesehen haben. Interleukin 1 Beta war erhöht, die anderen waren so wie sonst auch. Also Interleukin 18 war erhöht. Also hier haben wir dann doch deutlichere Effekte gesehen. Allerdings haben wir Interleukin 18 zum Beispiel damals nicht bestimmt. TNF-Alpha war aber über Jahre völlig unauffällig und war dann Ende Dezember 2020 stark erhöht, was durchaus mit seinem Befinden korreliert. Die Bestimmung der antiviralen Immunresponse-Gene, also die Aktivitätsanalyse von MXA, RIG1 und EB2, hat hier deutlich positive Werte gebracht. Das habe ich ja schon an anderer Stelle mehrfach erklärt, will ich jetzt nicht weiter darauf eingehen. Auch einige andere, TDK vor allem, war stark erhöht, UPA war erhöht, während zum Beispiel Mastzellaktivität unauffällig war, Blut-Hirn-Schranke, unauffällig Chromogranin A als Marker von neuroendokrinen
Funktionsstörungen oder Tumoren völlig normal, CEA, Tumormarker, wenn man so will, als Screeningmarker völlig normal. Da haben wir nichts gefunden. Gangliosidose, das ist ein Befund aus der Anfangszeit der Beobachtung, also von Ende 2017. Da waren IgG-Antikörper gegen drei Gangliosid-Typen erhöht und auch ein IgM, allerdings nur grenzwertig gegenüber GM1. Also schwach angedeutet, das Bild IgM1-Faktoren, IgM-Antikörper sind wesentlich aussagekräftiger als IgG-Antikörper. Insofern schwach angedeutetes Bild einer autoimmunen neuropathischen Reaktion. Wir kennen sie als bestes Beispiel als Guillain-Barré-Syndrom. Da wären dann zum Beispiel hier diese IgM-Antikörper stark erhöht. Das wäre die ausgeprägteste Form einer postinfektiösen Polyneuropathie, die dann über solche Autoantikörper in Gang gesetzt würde. Alle anderen Autoantikörper auch unauffällig. 2020 war dann diese Reaktivität verschwunden. Also hatte eh keine Bedeutung, das übergehe ich mal. Das sind verschiedene Autoimmunoneuropathien, je nach dem Antikörpermuster gegenüber verschiedenen Gangliosiden aufgeführt. Aber letztlich hat es bei ihm an Bedeutung verloren. Neurotransmitterrezeptoren, auch da werden ja vereinzelt bei schweren postinfektiösen Autoimmunopathien Antikörper gefunden. Bei ihm komplett negativ. Antikörper, keine Antikörper gegen Glutamatrezeptoren, gegen GABA-Rezeptoren und Glycinrezeptoren und so weiter. Auch die Blut-Hirn-Schranken-Funktion sieht normal aus. NSE und S100 waren völlig normal. ANA-Screening, als wenn man so will, als Kollagenosemarker, auch die Subspezifizierung des ENA-Profils, Vaskulitis-Marker, dann Marker für weitere Vaskulitis-Marker, alle völlig unauffällig, was ja höchst erstaunlich ist. Wie sah das serologische Bild aus? Die ABV-Reaktivität sehr niedrig, vorhanden, aber extrem niedrig, VCA und Ebner-IgG-Antikörper ganz schwach vorhanden, Zytomegalie negativ, Herpesvirus 6, leider damals nicht weiter titriert, das war ja 2017, aber höher Titer 1 zu 320, eindeutig pathologisch erhöht, auffällig, Antihepatitis negativ, nur der Impftiter war positiv bei ihm. Zytomegalie dann jetzt 3 Jahre später, weiter negativ, Herpesvirus 6 austitriert, nicht stark erhöht, 1 zu 640. IgM-Antikörper und IgA-Antikörper negativ. Also die Serologie hilft uns hier nicht weiter und liefert uns kein Abbild dessen, was tatsächlich abläuft. Dann auf der Virusebene, zum Beispiel in Düsseldorf, Untersuchung 2017, da wurden zwar IgG-Antikörper gegen HRV6 gefunden, aber auch nicht ausstudiert, IgM negativ. Hier hat man keine DNA gefunden, hat sich aber herausgestellt, das muss man leider der Universitätsklinik attestieren, das haben sie falsch gemessen, denn da war die DNA massenhaft da, negativ, ein falsches Ergebnis. Dann später von uns durchgeführt, nach Tübingen geschickt, molekularer Nachweis von Herpesvirus 6 Viren. Und zwar, habe ich auch noch nicht erwähnt, bei Herpesvirus 6 gibt es noch eine weitere Besonderheit. Es gibt zwei Subtypen, die eng verwandt sind natürlich, aber sich doch deutlich unterscheiden, Typ A und Typ B. Bei ihm stellte sich also raus, chronische Infektion mit dem Herpesvirus 6 Subtyp A. Später dann Nachweis an Haarwurzeln, um festzustellen, ist es jetzt chromosomal integrierter Virus oder ist es frei zirkulierender Virus. An den Haarwurzeln wurde in der DNA Herpesvirus 6 Typ A gefunden. Also damals in Tübingen im Februar 2018 erstmals der Nachweis einer eindeutigen chromosomal integrierten HRV6A-Infektion. Bei uns 2017 damals EBV im Vollblut, im Plasma und auch im Speichel negativ. Zytomegalie natürlich negativ, waren auch keine Antikörper vorhanden. Herpesvirus 6 im Plasma positiv, und zwar 9000 Viren. Und im Speichel
ganz wenig, vergleichsweise sehr wenig. Und da ist die Besonderheit, der Typ A von Herpesvirus 6 tritt kaum in Speichel über, während Typ B voll im Speichel nachweisbar ist. Das ist also eine Einschränkung für den Nachweis von Herpesviren im Speichel. Wenn Typ A Herpesvirus 6 vorhanden ist, findet man unter Umständen im Speichel nichts oder nur leicht erhöhte Werte. Während hier also im Vollblut natürlich, weil ja, chromosomale Integration bedeutet ja, jede Zelle oder sehr viele Zellen, je nachdem in welchem Stadium die chromosomale Integration erfolgte, mehr oder weniger viele Zellen, zumindest die Zellen, die Blutzellen, die ja proliferieren und neu gebildet werden, die sind auf jeden Fall positiv, also im Blut eine sehr hohe Zahl von Viruskopien und hier sogar im Plasma positiv. Wenn wir im Vollblut sehr viel Virus finden, dann ist das in dem Falle völlig normal, weil ja der Virus in jede zellkernhaltige Zelle, also in alle Leukozyten, integriert ist. Im Plasma findet man näherungsweise nur dann virales Genom, wenn es zu einer Virusaktivierung kommt, weil die Zellen nicht unbedingt, zelluläres Genom nicht unbedingt in Plasma gelangt. Aber natürlich gehen Einzelzellen kaputt, sodass das nicht hundertprozentig sicher ist. Deswegen erfolgt auch in dem Fall der Nachweis der Aktivität dieses Virus nicht letztlich endgültig im Plasma, sondern über die Feststellung von mRNA, komme ich gleich drauf. Also hier zum Beispiel eine andere im Max-von-Pettenkofer-Institut in München in der Biologie, 37.000 Virusäquivalente in 20.000 Zellen, also fast 2 Virusgenome pro Zelle im Blut. HV7 wurde auch gemacht, aber und die haben auch den Typ A richtigerweise gefunden, haben dann im Plasma auch untersucht, haben da sehr viel virales Genom gefunden, 320, 10-mal so viel wie in den Blutzellen. Und das ist die mRNA-Bestimmung, die in Berlin erfolgte, in verschiedenen Zeiten, 2018 erstmalig der mRNA-Nachweis, 260 Kopien pro Mikrogramm RNA, also eindeutiger Nachweis von Aktivierung, aber schwache Aktivität. Und die hat sich dann gesteigert, 2019 deutlich erhöht, 2020, das war also unter antiviraler Behandlung, nahm die Genexpression immer weiter zu. Wir haben also eindeutig eine chronisch aktive Virusinfektion, die zeitweise unter Valacyclovir teilweise teilsupprimiert war, aber nicht komplett, die sich aber dann trotz Valacyclovir-Fortsetzung weiter verstärkte. Wir haben also eine chronisch aktive Herpesvirus-6-Infektion, die gegen Valacyclovir zunehmend resistent geworden ist, was bekannt ist, dass das auch der Fall sein kann. Das heißt, es musste eine andere Behandlung eingeleitet werden. Chromosomal integrierte Human Herpesvirus 6 gibt es natürlich eine ganze Reihe von Publikationen. Insgesamt findet man im Nabelschnurblut 0,85% positiv, bei Blutspendern ähnlich, also total Größenordnung 0,8% der Fälle sind chromosomal integriert. Es gibt eigentlich nur diese Montoya-Arbeit, der genauer beschrieben hat, die Behandlung von ansonsten gesunden Patienten mit chromosomal integriertem Herpesvirus 6, wo auch über mRNA-Nachweis gezeigt wurde, dass eine Aktivierung vorliegt. Hier wurde mehrfach mit Valacyclovir behandelt und immer wieder wurden Phasen erzielt, in denen der Virus nicht mehr replizierte, hat sich aber wiederholt und musste mehrfach wiederholt werden, bis dann am Ende eine länger anhaltende Phase erreicht wurde, wo der Virus nicht replizierte. Das ist leider in unserem Fall noch wesentlich komplizierter, weil der Patient schon zu keiner Zeit durch Valacyclovir 100% angeber war und eine zunehmende Valacyclovir-Resistenz entwickelt hat und schließlich eine Behandlung mit Artesunat erfolgte. Die war auch ohne Erfolg, sodass schließlich Valganciclovir und das läuft zurzeit immer noch und Foscarnet-Infusionen notwendig wurden, um die aktive Herpesvirus-Infektion zu behandeln. Also dazu natürlich Delimun im Wechsel, Celebrex, Cimetidin und andere Dinge, die hier jetzt nicht alle im Einzelnen aufgeführt sind. Also wie gesagt, zurzeit mehr
wöchentliche, das möglicherweise sogar mehrere Monate anhaltende Foscarnet-Infusion nach dem Artosinat, was in der Literatur als wirksam beschrieben wurde, bei ihm nicht angeschlagen hat, sodass das eigentlich im Moment die letzte Hoffnung ist, bevor man dann hingehen würde, das wäre auch eine Möglichkeit, dass man diese T-Zell-Anergie, die man vielfach bei Krebspatienten ja findet, aufgrund der unter Umständen langwierigen Antigenexposition mit Tumorantigenen, die auch zu einer Anergie der T-Zellen führt, wo gezielt heutzutage behandelt wird und diese Expression der T-Zell-funktionshemmenden Gene supprimiert wird, also eine T-Zell-Reaktivierung. Das wäre ja auch bei solchen Virusinfektionen die Möglichkeit. Oder eine Vermehrung von Herpesvirus-6-spezifischen T-Zellen, die dann reinfundiert werden. Das wäre also die letzte Wahl. Aber im Moment läuft der Foscarnet-Versuch. Das ist also ein extrem seltener Fall, den ich aber trotzdem vorführe, weil natürlich auch die seltenen Fälle, die seltenen Dinge vorkommen. Und weil ich bei dieser Gelegenheit zeigen wollte, in welche verschiedenen Optionen es bei Herpes Virus 6 gibt. Grundsätzlich sehe ich mit Abstand am häufigsten EBV, gelegentlich CMV und sehr selten Herpes Virus 6 Probleme überhaupt, also Probleme der Reaktivierung. Und chromosomal integrierte Formen gibt es zwar in 0,5 bis 0,8%, aber die als aktivierte Herpes Virus 6 Infektionen zu sehen, das ist wahrscheinlich nur einmal im Leben möglich, aber wie gesagt, auch sowas kommt vor. Vielen Dank. Weitere Informationen finden Sie unter www.dr-bieger.de. Sie haben Kommentare, Anregungen, Fragen, dann schicken Sie bitte eine E-Mail an praxis@dr-bieger.de. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.